Was machst du da? Nichts. Du versuchst, das Tor zu öffnen. Naja, ja, es scheint zu klemmen. Es klemmt nicht, es ist verriegelt. Na dann, hilf mir einfach. Nein, stopp, du solltest das sein lassen. Warum? Er braucht seine Freiheit. Aber er ist krank. Was? Worüber redest du? Naja, die Delfinexpertin meinte das. Er ist nicht krank. Es geht ihm gut. Und woher weißt du das? Arbeitest du auch hier? Nein. Also, lebst du hier? Nein, aber ich wuchs auf einer Insel auf und die war weit weg, die Insel. Okay, also... Also habe ich genügend Delfine gesehen und weiß, dass er gesund ist. Er ist ein Juwelendelfin. Er muss diese Farbe haben. Wirklich? Das ist fantastisch. Warte, woher kennst du Juwelendelfine? Hast du schon früher welche gesehen? Ja, hin und wieder. Es gibt noch mehr von ihnen? Marlo sagte, es gäbe keine Juwelendelfine. Wer? Marlo, die Delfinexpertin. Die sagte, dass er krank sei und hierbleiben müsste. Das klingt für mich wenig nach einer Expertin. Hör mal, ich denke auch, dass der Delfin frei sein sollte, aber... Aber was? Aber Marlo meinte, dass ihn morgen erst ein Tierarzt untersucht. Sie sagte, dass der Delfin in ein Fischernetz geraten ist und er deshalb durchgecheckt werden sollte, bevor er freigelassen wird. Ich denke auch, dass er nichts Schlimmes finden wird, aber ist es nicht besser, auf Nummer sicher zu gehen? Es ist nur ein weiterer Tag. Okay, wir machen einen Deal. Du erzählst Marlo nichts von den anderen Juwelendelfinen und ich warte, bis der Tierarzt ihn morgen untersucht hat. Deal. Nun, ich schätze, Smaragd stimmt zu. Smaragd? Du kennst seinen Namen? Nun ja, ich meine, er ist grün, also fand ich den Namen passend. Er steht dir. Übrigens, ich bin Barbie. Ich bin Ayla. Freut mich, dich kennenzulernen, Barbie. Machst du hier Urlaub mit deinen Eltern? Oh, nein, ich bin alleine hier. So wie wir. Hey, der Tierarzt trifft nicht vor morgen ein, also komm doch mit zu mir und meinen Schwestern.